Zwischen dem neuen Museum und dem Handwerkerhof liegt der Klarissenplatz in Nürnberg. Jeden ersten Samstag im Monat herrscht hier überraschend großer Andrang. Und mittendrin Christine Thoma. Sie kennt hier fast jeden in der Warteschlange. Wir wissen auch, dass manche wirklich richtig bedürftig sind. Es sind auch welche, die leben auf der Straße. Das siehst du denen aber nicht an, weil klar, man schämt sich dafür. Denn was aussieht wie ein Flohmarkt, ist die kostenlose Ausgabe der Obdachlosenhilfe Nürnberg. Bedürftige können sich hier Kleidung, Schuhe, Hygieneartikel und Lebensmittel aussuchen. Auch Laila kommt regelmäßig. Die Tage verbringt sie in der Wärmestube. Ihr Schlafplatz ist irgendwo am Plärrer. Und alles, was sie besitzt, hat sie immer bei sich. Wie alt sind Sie denn? Ich bin fast 80. Und wie lange leben Sie schon auf der Straße? 3 Jahre, 6 Monate. Angela hat noch ein Dach über dem Kopf. Zum Leben bleiben ihr aber gerade mal 300 Euro im Monat. Auch sie kommt regelmäßig zur Ausgabe der Obdachlosenhilfe, denn auch ihr fehlt es an allem. Lebensmittel, Obst, Gemüse, Dosen, alles, Kosmetikprodukte, sowas. Seit fast 5 Jahren ist Christine Thoma im Team der Obdachlosenhilfe. Vor 10 Jahren gründeten ein paar Ehrenamtliche die Organisation. Ursprünglich unterstützten sie gerade mal 15 bis 20 Menschen. Aber seit Corona steigt die Zahl der Hilfesuchenden ständig. Inzwischen stehen bis zu 200 Menschen in der Schlange. Es schlägt halt jetzt die Vergangenheit zu. Diejenigen, die halt in den 60er, 70er Jahren einen einfachen Job hatten, schlecht bezahlt, die haben jetzt eine kleine Rente. Und durch die Energiekosten und generell die höhere Lebenskosten tut es halt einfach weh. Und so wurde aus der ursprünglichen Obdachlosenhilfe die Obdachlosen- und Bedürftigenhilfe. Denn es kommen immer mehr. Nicht alle sind ohne Wohnsitz, aber fast allen fehlt das Geld fürs Nötigste. Das Lager der Organisation liegt in der Stadtmauer und alles, was sie hier findet, stammt aus Spenden. Auf den ersten Blick scheint das Lager prall gefüllt, aber inzwischen versorgen die ehrenamtlichen Helfer Monat für Monat zwischen 120 und 200 Bedürftige. Es muss genau gezählt werden. Jeder bekommt nur eine Dose, ein Duschgel oder einen Kaffee. Heute müssen wir wirklich spärlich sein, weil ihr habt ja das Lager gesehen. Wir kaufen jetzt bereits schon zu, also wir haben so ein ganz kleines, einen ganz kleinen Spendentopf. Aber das, was wir jetzt dazu gekauft haben, das ist schon wieder weg. Immerhin, inzwischen hat es sich rumgesprochen, dass Spenden, und seien sie auch noch so klein, jeden ersten Samstag im Monat am Klarissenplatz abgegeben werden können. Lebensmittel, Mensch, cool. Wir haben nämlich heute kein Obst und kein Gemüse, dann können wir das bei den Lebensmitteln mitverteilen. Spendenquittungen allerdings kann die Organisation nicht ausstellen, weil sie kein Verein ist. Fast 4 Stunden dauert die Ausgabe an diesem Samstag. Diszipliniert und nach einem klaren System kommen die Bedürftigen an die Tische. Jeder in der Schlange hat vorab ein nummeriertes Armbändchen bekommen. Zuerst sind die Obdachlosen und Menschen mit Einschränkungen dran. Und wie in einem Laden werden sie beraten und bedient. Respekt und Dankbarkeit auf beiden Seiten. Na, merci, danke schön. Das ist einfach glücklich. Das sind wirklich nur Glücksgefühle. Also Menschen zu helfen und ja. Weil es für einen guten Zweck ist, würde ich behaupten. Wenn was geben kann, glaube ich, jeder. Das ist so meine Einstellung dazu. Ist eine schöne Sache, einmal im Monat was Gutes zu tun. Die Schlange der Wartenden scheint nicht kürzer zu werden. Im Schatten der Bäume harren sie geduldig aus, während drumherum Touristen und Einheimische vorbeihuschen. Die meisten nehmen gar keine Notiz. Nur 2 Passantinnen fragen nach. Ich war jetzt ganz überrascht, weil wir jetzt ins Museum gehen wollen. Ja. Ich sage, was ist jetzt hier los? Die warten. Ja, und dann, ja. Ich habe nichts dabei, aber wenn Sie mir sagen, wo ich das abgeben kann, könnte ich was spenden. Nichts lieber als das. Unermüdlich ist Christine Thoma unterwegs. Ein langer, ehrenamtlicher Arbeitstag. Ich bin absolut fertig, meine Füße sind dann platt. Aber das ist dann, wenn du schon mal allein ein Lächeln bekommst oder jemanden zum Lachen bekommen hast, das ist für mich der größte Dank. Und eine ganz besondere Spende gab es dieses Mal auch noch für alle. Eine Tüte Plätzchen und Lebkuchen durften Helfer und Bedürftige einpacken. Wenn Sie aber demnächst an einem Samstag durch Nürnberg laufen und denken, Sie sind an einem Flohmarkt, dann schauen Sie mal genauer hin.